Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ich müsste jetzt mal nicht die Aufnahme zwischendurch beenden, um wieder an der Map rumzubasteln, sondern es geht direkt weiter. Wie ich es gestern gesehen habe, wir sammeln gerade ein bisschen Gras für unser Futterwerk, für der Fabrik, um da ja, in Zukunft immer gut Futter herstellen zu können. Müssen wir aber dann vielleicht mal wieder ein bisschen Kleie dahin bringen und dann können wir immer ziemlich langfristig da genug Mischfutter abholen. Und für eine Mischfutter wollen wir gleich was zu den Hühnern bringen und dann wollen wir eigentlich auch nochmal versuchen, ob wir Erdöl, das wir ja zur Fabrik gebracht haben, jetzt als Diesel oder als Benzin sozusagen aufnehmen können, um dann einmal an der Tankstelle loszuwerden und am Hof auch loszuwerden. Mal gucken, ob das klappt. Aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen Gras einfahren. Immerhin 16.000, 17.000, naja, 33% gefüllt mittlerweile der Anhänger. Gucken wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen an. Oder sagen wir, das reicht jetzt mit 20.000. Klar, zum Testen reicht es, ob dort Gras angenommen wird und ob dann Gras auch abgebaut wird und die Produktion des Mischfutters schneller läuft. Dafür reicht natürlich das, was wir jetzt geladen haben. Aber wenn es denn funktioniert, werden wir es ja auch langfristiger nutzen und irgendwann brauchen unsere ganzen Tiere sowieso wieder Futter. Ich weiß auch gar nicht, ob die alle so gut mit Mischfutter versorgt sind derzeit. Aber auch unsere Rindermast und Schweinemast ausreichend Mischfutter hat. Kein Plan. Ja, man muss auch selber, also man muss gemähtes Gras nehmen, das geht nicht. Man hätte aber vielleicht doch dieses Grasfeld dann mähen sollen. Ordentlich mit einem großen Mäher. Dafür will ich eigentlich nochmal einen Mod haben. Ja, und dann mit dem Schwader groß reinmachen und dann einfahren. Wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Als hier in diesem kleinen Vehikel vorne im Mähwerk das alles abzufahren. Ja, von drin kann man nicht so viel sehen. Wir fahren ja noch einmal wieder bis zum Schluss dann und dann reicht das. Dann haben wir doch ganz gut was gesammelt schon. Und daraus kann auch schon mal eine Menge Mischfutter entstehen. Da das Verhältnis nicht ist 1:1:1 von jedem, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wie das Verhältnis ist, aber auf jeden Fall geringer. Dass es dann nicht an Mischfutter mangeln wird. So, da kann man ein schönes Muster hier reinfahren. Aber wir können es jetzt auch einfach wieder auf den Rückweg machen. Ich mache mal eine kleine Abstandreihe hier, damit wir möglichst viel mitnehmen. Sieht man, wie es fließt. Fließt es denn hin? Wieder raus? Oder nur bis nach hinten und dann wird es immer ein bisschen höher? Ich habe nie so genau beobachtet, wie der Anhänger sich füllt. Keine Ahnung. Aber wir sind noch auf Spur. Fast schon. Können wir mal wieder gucken, ob es Missionen gibt, dann können wir das Fußballfeld mähen. Das möchte ich auch noch mal machen.
Denn man muss jetzt nicht mehr das Baseballfeld bei Mission mähen, sondern dann ist es eben das Fußballfeld. Steht vielleicht noch Baseballfeld in der Mission, aber es gibt kein Baseballfeld, also ist es das Fußballfeld. So viel dazu. So, das ist dann wieder Vorrat hier. Nochmal rundherum möchte ich jetzt nicht, denn sonst machen wir gar nichts anderes in dieser Folge außer Gras sammeln. Deswegen einmal aus die Gerätschaft. Und einmal rüber zur Futterfabrik. Können wir ja auch mal das Pflanzensterben ausschalten, dann lassen wir die beiden Felder, die sie jetzt stehen, einfach da und sie finden auch mal, ja, ist auch gut. Könnte ja gut noch ein bisschen Weizen haben für die Mühle. Oder eigentlich Gerste, was besser, nicht besser wäre, aber na doch, dann hätten wir zwei Mühlen im Einsatz, wäre dann doch besser. So, wir möchten ein bisschen Gras loswerden. Das geht hier. Steht ein bisschen blöd, aber egal. Oder wir machen es nochmal ordentlich. Naja, passt immer noch nicht ganz. Ja, so sieht das auch schon besser aus. So, da tut sich noch nicht viel. Aber irgendwann müsste da eigentlich ein Grashaufen entstehen. Was ist er denn? Ich habe da erst zum Schluss ein kleines Stück rausgeguckt. Das ist jetzt verwunderlich. Eigentlich muss da ein Grashaufen entstehen. Naja. Kann nicht alles funktionieren. Kann nicht immer alles haben. So, ich glaube, den Kram kann man eigentlich jetzt im Hof bringen. Oder soll man das auslagern? Irgendwo anders hin. Erstmal zum Hof. Da ist dann erstmal gut aufgehoben. Dann haben wir nämlich auch langsam die ganzen Fahrzeuge mal hier zusammen. Falsches Gerät, richtiges Gerät. Ach, das können wir noch daneben stellen. Hier haben wir doch auch einen Ballensammelwagen. Dann passt das doch sogar hier hin. Das ist natürlich alles ziemlich durcheinander. So, ich weiß noch nicht genau, ob abfahren. Machen wir gleich mit den LKWs. Die Traktoren hier mal ein bisschen sammeln. So, der ist auch fertig mittlerweile. Das ist natürlich schön. Da können wir eigentlich gleich mal hier drüben weitermachen. Denn auch Raps muss gedüngt werden. So, fahr erstmal. Bleibt vielleicht an einer Ecke hängen, aber ist dann erstmal so. So, der steht auch nur nutzlos hier in der Gegend rum. Wie ihr seht, ich räume gerade mal ein bisschen auf. Wir haben hier auch so viel Stellplatz. Muss man auch zwischendurch mal ein bisschen für Ordnung sorgen. So, der steht hier mit dem kleinen Anhänger. Den hat man mal. Nö. Kann erstmal mit dem kleinen Anhänger stehen bleiben. Mal gucken, wo ist unser. Geguckt, wie viel der schon geladen hat. Den wollte ich. Ich möchte mal mit dem Öltransport mal zur Raffinerie fahren und schnell mal ein bisschen Benzin und so einladen.
und gucken, welche Sorte das denn ist und ob wir damit auffüllen können. Hof oder verkaufen an der Tankstelle. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, was wo. Sollte ja wissen, ich weiß es, weil ich es halt das programmiert habe, aber naja. Trotzdem weiß ich nicht so genau. Weil ich den Mod vorher ja auch nicht irgendwie getestet habe oder schon mal irgendwo im Einsatz gesehen habe. Was holt das hier denn eigentlich so doll? Das ist auch irgendwie komisch. Gibt es hier einen Zusammenhang mit dem Laderucklang und den Sachen, die wir am Hof haben? Nein. Vermutlich nicht. Gut. Oh ne, jetzt dreht er sich wieder voll ein. Machen wir so. Machen wir so. Ja, Brot backen, ne? Also Brot backen. Können wir dann auch nochmal wieder in Angriff nehmen. Das war ja schon ziemlich auch lukratives Geschäft, wenn man da Mehl hat, wenn man ganzen Sorten Wasser hat und da gut Brot gebacken wird, das ab und an mal beim Supermarkt verkaufen und Geld kassieren. Oh, nicht nochmal. Ich garantiere auch nicht dafür, dass das nicht das letzte, dass es noch nicht das letzte Mal war. Das ist das letzte Mal war. So, Motoröl 24, Diesel 5000, Treibstoff. Ich möchte mal Treibstoff haben. Was ist denn Treibstoff? Treibstoff, Biodiesel. Industrie, normal Diesel. Biodiesel, Treibstoff für die Bauernhoftankstelle. Und hier sind ja immerhin 12.000. Dann haben wir jetzt eine Benzinlieferung für die Tankstelle an der, hoffe ich zumindest, dass es funktioniert, für die Tankstelle am Hof. Und da kann man dann immer ja, tanken. Fast kostenlos. Ein bisschen minimal kostet das dann doch, aber das ist verhältnismäßig wenig. Weil wie lange kommt man aus bitte jetzt hier mit 12.000 Litern Diesel? Das reicht, oder Fuel ist das ja, glaube ich. Das reicht für recht fürs ganze Spiel. Und noch länger. Ja, er schiebt ein bisschen nach. Und ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich fahre. Ich fahre wieder den ordentlichen Weg zurück. Aber Vollgas hier. Der Anhänger schlingert ein bisschen. Zu wenig gebremst, zu stark gelenkt und schon haben wir den Salat. Aber wir kommen hier, ja, es ist echt gefährlich, wenn wir so rasen, ne? Wenn wir hier tatsächlich mal daran denken, dass wir hier Diesel geladen haben und so verantwortungslos durch die Gegend heizen. Schon ein bisschen krank. Zumindest nicht nochmal eingedreht. Weiter geht's Richtung Hof. Gucken wir lieber schon mal wieder gleich so, bevor das extremst anfängt zu ruckeln. Die ist der LKW dreckig. Was ist da denn passiert? Das war knapp. Fast hätten wir einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto gehabt. So, bin ich hier richtig? Ich muss Diesel abgeben. Ja, hier bist du richtig. Da nicht. Oh Gott. La 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 la. So, können wir hier auffüllen? Bin gespannt. Tanken können wir auf jeden Fall. Dann tanken wir daraus Treibstoff. Ist das dann doch nicht der richtige?
War es jetzt genau verdreht? Ich weiß es nicht. Oder muss ich das Deckel aufmachen? Deckel auf. Nein. Okay. Fahren wir damit zur Tankstelle. Auf jeden Fall können wir tanken. Dann müsste da aber der Rapsdiesel oder was das andere Zeug hin. Von dem viel. Nee, Diesel war das. Dann müsste da Diesel hin. Zum Auffüllen. Glaube ich. So, lass uns mal vorbei. Wir haben es eilig. Die Tankstelle hat schon kein Benzin mehr. Also müssen wir jetzt schnell mal eine Ladung dahin bringen. Hoffentlich nehmen sie die an und geben uns dafür auch unser wohlverdientes Geld. Ich weiß es ja nicht. So. Doch da müssten wir es auch loswerden eigentlich. Okay, danke. So, Deckel tanken. Achso, ne, er tankt ab. Wir kriegen aber kein Geld und es wird mit minimal Geld abgezogen. Warum? Weil wir auch Tankreinigung bezahlen müssen. Das weiß ich nicht. Macht wenig Sinn, liegt aber leider am Mod. Kann man aber vielleicht geringer einstellen. Nee, achso, das wird sowieso abgezogen, weil wir düngern. Ich glaube, das hat es gar nicht gekostet. Ja, und hier kann man jetzt auch direkt von tanken. Ja genau, hier kann man auch direkt von tanken. Das funktioniert. LKW ist wieder voll. Tankstelle hat genug Benzin. Man kann ja noch mehr hinbringen, aber es reicht auch erstmal. Auf jeden Fall haben wir die Tankstelle jetzt gut mit Benzin versorgt. Ich würde sagen, ja, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Würde mich um Kommentare und Daumen hoch und alles sowas freuen. Und ja, freue mich natürlich genauso, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.